Der Duden ist seit über 100 Jahren gleichbedeutend mit dem Nachschlagewerk der deutschen Rechtschreibung. Jeder ist doch in der Schule mit dem Duden aufgewachsen, oder? Der erste Duden erschien übrigens 1880 und wurde von Konrad Duden als vollständiges orthografisches Wörterbuch der deutschen Sprache veröffentlicht. Mittlerweile gibt es die 26. Auflage und dieser Duden ist das aktuelle Standardwerk auf der Grundlage der amtlichen Regeln. Auch im digitalen Zeitalter ist der Rechtschreibduden der Dauerbestseller schlechthin. In jedem Jahr werden mehrere 10.000 Exemplare verkauft. So, und jetzt mal Hand aufs Herz. Wie sicher sind Sie in der deutschen Rechtschreibung? Hm? Heißt es die Diabetes oder der Diabetes? Schreibt man Fahrradfahren klein und zusammen oder schreibt man Fahrrad groß und Fahren klein getrennt davon? Und mit wie viel S schreibt man eigentlich Flusssand? In Günther Jauchs Kultquiz Wer wird Millionär? Scheitern Kandidaten regelmäßig an den Rechtschreibfragen. So purzelte einer von 8.000 Euro auf traurige 500 runter, weil er folgende Frage falsch beantwortete. Schreibt man A. Komitee, B. Komitee, C. Komitee oder D. Komitee? Na, wissen Sie die richtige Antwort? Genau, A. Der Duden gibt in allen Zweifelsfällen der Rechtschreibung Sicherheit. In der 26. Auflage mit 140.000 Stichwörtern ist er so umfassend wie nie zuvor. Rund 5.000 aktuelle Begriffe sind neu in den Duden aufgenommen. Zum Beispiel Energiewende, Liebesschloss, Vorständin, Körperscanner, E-Book-Reader, Shitstorm und nicht zu vergessen Schuldenbremse und Vollpfosten. Neben dem Wörterverzeichnis bietet der Duden noch viele weitere nützliche Hinweise zur Textkorrektur, Zeichensetzung, Gestaltung von Geschäftsbriefen und. Der aktuelle Rechtschreibduden ist unentbehrlich in Schule und Beruf. Und jetzt bekommen Sie diesen Duden ungekürzt als Sonderausgabe. Gibt's so günstig, nur bei Weltbild. Weltbild.